Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei This is Total War. Günner und ich hier zusammen in einem ungewöhnlichen Koop, denn normalerweise hat man in dem Modus ja Krieg mit allem, außer mit uns beiden. Hallöchen, Günner. Ja, genau. Und warte mal, bevor du hier noch irgendwie weiterklickst. So, okay. Ja. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatores. Ja, genau. Und Krieg ist genau das richtige Stichwort. Ne? Wir führen weiter Krieg gegen den Welch. Darf ich jetzt klicken? Darfst du klicken, ja. Der Welch, der Knelch, der wird sie heute abkriegen. Welch ein Pech. Welch ein Knelch im Pech. Naja, erst hat er Unglück gehabt und dann kam auch noch Pech dazu, ne? Das muss man jetzt auch mal sagen. Welch ein Kelch ging an uns vorüber, wenn der Typ tot ist. Sehr doof übrigens, dass er da die Stadt direkt garnisoniert. Ich hätte ihn gerne abhauen lassen, weil die KI nämlich dann keine weitere Armee aufstellen würde. Das ist noch so ein bisschen doof, ne? Aber gut, ja. Ich gebe dir erstmal die wieder die Flitzeviecher. Okay. Die Flitzeviecher. Ich gebe dir noch die Viecher. Okay. Und Frage ist, wo stellen wir uns hin? Frage ist, wo stellen wir uns hin? Also lass mal gerade schauen. Also hier ist ja viel Wasser rechts. Das würde den Gegner verlangsamen. Wenn du meinst also, wenn wir uns jetzt, sagen wir mal, hier so hier aufstellen. Da, hier so. Da, so. Nee, hier. Do so? Okay, ja, dann stellen wir uns da hin. So aber dann, komm, da machen wir keine halben Sachen. Dann stell dich doch ruhig hier auf diese Anhöhe. Du müsstest doch dann auch noch bis da vorne hinschießen können, oder? Ja, ich komme von dieser... Warte mal, ich stelle mich so hin... So, dann habe ich komplett die Wasserzone drin. Dann kann ich bis... Moment, wo ist denn das Ding hier? Bis hier schießen, bis da. So in etwa. Und dann machen wir die Speerschleuder noch drüber. Oh ne, warte mal. Lass uns... Ich mache die Speerschleuder dahin. Gib mir hier so einen kleinen Kanal. Mhm. Also diese eine Einheit... Genau, also dieser... Du meinst, dieser den Kanal. Hier noch so ein bisschen runterstellen, oder was? Ja, genau. Einfach so, dass ich halt drüber schießen kann. Das wäre super. Machen wir so, ja? Ja. Hab ich der Trulla, habe ich ein Hotte Hü gegeben, ne, oder? Hattest du, dachte ich, ja. Ich guck nochmal nach. Nee, die Zauberin hatten. Die hatten Hotte Hü, ne? Die okay, Hexenkriegerin, pass auf. Die du da hast, nicht. Wir stellen uns erstmal. Okay, dann stelle ich die Hexenkriegerin. Ist das Absicht, dass die Hexenkriegerin dann nicht so. Die habe ich erst, eben in die Armee reingenommen. Die war vorhin als Agentin unterwegs. Ja. Und ich stelle mich mal hier noch ein bisschen raus. Wir haben wie viel? 90 Energiereserven. Also lassen wir ihn ruhig erstmal kommen. Du kannst noch mal überlegen, ob du die Wölfe wegbolzen willst. Ich muss halt gucken, wo der Fernkämpfer hat. Wenn man das nur noch ausländische Kriegshunde... Kannst ja so über die Flanke ansonsten. Eistrolle. Ich muss nur gucken, was der hat, ne? Also... Die Pferdeherren hier schon wieder. Ah, ja. Mhm, Die machen mir das Leben zur Hölle. Die Barbarenjäger nur, wenn ich. Ja, die Pferdefritzen schießen momentan so bis hier hin. Die dahin. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal auf die Kriegshunde, ne? Ja, geh ruhig so ein bisschen außen rum. Die will ich totschießen. Ja, ist eine nervige Einheit. Achtung, Streitwagen kommt, geh mal zurück. Der Streitwagen kann nicht schießen. Doch, der hat Munition. Was? Ach, das ist der Eiswolf-Streitwagen. Ja, okay, der kann. Geh noch so ein bisschen, geh mal auf die Außenflanke. Jetzt geht's los hier. Gegen den Streitwagen übrigens Einzelgeschosse nehmen, ne? Ja, aber der Streitwagen ist mir eigentlich relativ egal. Wenn du drauf schießt. Also wenn du drauf schießt, dann... Ja, ich würde auch sagen, es ist tendenziell wahrscheinlich besser... auf die anderen Einheiten zu schießen. Also, es ist im Spiel völlig egal, was ich ihm gerade eben da gesagt habe. Mhm. Kannst du die Bogenschützen ein bisschen so eindrehen? Weil so habe ich eine größere Frontlinie, die ich verteidigen muss. Ich schieße auf die, keine Sorge. Gut.
Jetzt geht's hier los, ey. Also irgendwie waren die wenig beeindruckt von der Wasserfurt, ne? Ja, die waren relativ flott unterwegs. Achtung, die Wölfe sind da hinten los, ne? Mhm, ich weiß, ich weiß. Die Dreckswölfe. Gut, dass sie die chased. Aber es lässt sich kaum vermeiden, dass die jetzt hier irgendwie Stress machen. Ich schieße jetzt nochmal auf sie. Aber ja, wie gesagt, es lässt sich nicht vermeiden, dann kann ich auch zurück hier. Nee, also ich versuche jetzt hier schon irgendwie davon zu überzeugen, dass Flucht die bessere Option ist. Aber die gehen jetzt halt hinten rein. Ich brenne jetzt einmal die Front hier weg. Ich muss jetzt bloß diese Wölfe kurz mal tanken. Gut, meine Einheiten sind einfach stehen geblieben, anstatt weiter zu verfolgen. Das ist natürlich auch immer eine interessante Option, ne? Die kannte ich jetzt so auch nicht. So, die Wölfe sind immer noch nur gebrochen. Das wollen wir natürlich ändern. Gut. Kannst die Speerträger aufhören lassen, die verfolgen zu lassen. Ja, habe ich auch gerade gesehen. So, schießt auf sie. Ich glaube, da bin ich schneller dran. Noch ein paar Kills. Das waren nochmal 8. Achtung, der Streitwagen ist an unserer... Hunde sind raus. Truller dran. Ja, ich habe es gesehen. So, aber die Schlacht läuft eigentlich ganz gut. Ich finde auch. Suffering for all. Ja, das ist so ein bisschen, das beschreibt meine Kampagne bisher eigentlich hier sehr gut. So, Feuer frei, Bogenschützen. Oder Armbrustschützen. Salve um Salve, gebt's ihn dreckig. Salve. Genau. Jetzt weißt du, was die mit Salve wirklich gemeint haben. Salvete. Salvete haben wir gemeint. Ne? Genau. Gut, nee, die kriegen eine Salve ins Gesicht, weißt du. Du. So, oh, Stadtbelagerung, ne? Von daher. Stimmt. Ja, kann man so machen, hast recht. Boah, ist aber schon krass, wie tough diese Chaos-Barbaren eigentlich sind, ne? Also, wie wenig Männer die aufstellen und dann doch so gefährlich sind. Ja. Wenn man eigentlich davon ausgeht, dass diese Elfen normalerweise eigentlich einem Menschen im Schnitt überlegen sein sollen. Mhm. Ja. Aber es sind halt die gequälten Dunkelelfen, die Düsterschwerter. Ja. Die Elfen verdienen halt nicht mal mehr alle Arme und Beine, weißt du? Also so ein bisschen Leiden muss ja auch dabei sein, ne? Ja. Aber du hast auf jeden Fall die Stadt, das ist doch gut. Mhm. Plündern und besetzen, bitte. Es wäre jetzt hier natürlich schön gewesen, einfach auch weiterzulaufen. Aber wir nehmen gerne mal diese Einheitenverstärkung hier mit. Und jetzt siehst du auch Stahlfrost. Und ich müsste mir jetzt noch hier überlegen. Oh, was können wir hier noch machen? Name der Macht, Weltname der Macht. Der die Kampfkraft des Kommandanten steigert. Martialischer Name der Macht oder aristokratischer Name der Macht? Was bringt denn das jeweils? Ich bin gar nicht dabei, was das bringt. Nee, warte mal, das sind tatsächlich Boni. Warte mal. Leute, ich hoffe, meine Aufnahme kackt nicht ab. Wie heißen die Dinger? Ich habe jetzt mal rausgetappt. Man hört martialischer bei mir jetzt gar nicht. Name der Macht. Martialischer Name der Macht. Total War Warhammer. So, Names of Power. Die gibt es nämlich hier,
Ich bin jetzt also wieder im Spiel drin, ne? Also ihr habt gerade eben bei mir nichts gehört, weil ich rausgetappt habe. Names of Power, der Dark Elf Dreadlords Campaign. Also wie heißt das Ding? Aristokratisch. Aristokratisch, verehrt und martialisch. Also ich hab's ja halt nur auf Englisch. Also ja, Aristocratic heißt Income plus 5% auf Siedlungen und öffentliche Ordnung plus 8. Dann, aber eigentlich müsste man das sehen können. Doch. Aber egal. Dann haben wir Revert. Ich weiß nicht, Revert, was Revert heißt. Oder was? Revert, ja. Also das wäre mehr Missile Damage und mehr Munition. Also plus 10% mehr Missile Damage für die gesamte Armee, plus 40% mehr Munition und plus 5% mehr Range für die gesamte Armee. Das ist mega geil, kann ich ja sagen. Also wie heißt das nochmal? Aristokratischer Name der Macht, oder? Ja, das war das Ding mit der öffentlichen Ordnung, ne? Genau, das andere war verehrt und dann martialisch. Verehrt. Marshall heißt Bonus gegen Groß plus 30. Steht aber nicht dran, für wen das gilt. Dann nehmen wir das andere Ding mit dem Bonus und auf die Munition und so. Revert ist doch verehrt, ne? Ja, keine Ahnung. Die haben ja nur diese drei Sachen. Es gibt nur Marshall, Aristocratic und Revert. Warte mal. Könnte aber auch wiederum vom Kommandanten abhängen. Bin mir nicht ganz sicher. Oder ob das halt für das alles gilt? Ich lese mal kurz noch vor. Names of Power are titles the Dark Elf Dreadlords can acquire in campaign, which gives those lords various bonuses. Dreadlords can get a name of power after reaching rank 10. A choice between two random names of power within the chosen category will be given. Names of power should not be confused with traits. Also die Liste hier okay, ist ja. Ich kriege jetzt hier so eine Entscheidung. Ein Kriegerrivale hat eure Armee in einen Kampf verwickelt. Er ist entschlossen und eure Streitkräfte sind zu weit gefächert. Euch bleiben nur zwei Möglichkeiten, zurückfallen und eine bessere Position suchen oder alle Truppen für einen letzten verzweifelten Ansturm zusammenziehen. Und dann könnte ich jetzt sagen, Rückzug, Name der Macht, Mondschatten, plus 15 Führerschaft während Hinterhalt und plus 5% für alle Einheiten auf die Geschwindigkeit oder ein letzter Vorstoß, passive Fertigkeit, halte die Linie und die Fähigkeit, steh oder stirb. Okay. Seltsam. Ich weiß nicht, was Steh oder Stirb ist. Das sind auch so Moralbuffs. Ah, okay. Passive Fähigkeit, halte die Linie, ist auch ein Moralbuff, glaube ich. Der andere, der gilt halt nur während Hinterhalten. Plus 5% Geschwindigkeit für alle Einheiten. Ich weiß nicht. Ich sag ein letzter Vorstoß. Stimmt, aber ich erinnere mich. Das war eine der coolen Sachen, die man bei den Dunkelelfen hier bekommt. Corruption of the vilest sort. Boah, so langsam aber sicher hätte ich in Hargarnet dann doch gerne mal eine richtige Stadt, du, also. Mit öffentlicher Ordnung und nicht mehr so viel Randale. Ja. Aber ich habe halt auch so viele Sklaven, allein die Sklaven machen minus 10 auf die öffentliche Ordnung. Ui, ui, ui. Da muss ich 2 Runden da drin warten. Das ist doof, das will ich eigentlich nicht. Wir gucken einfach mal, ob es geht. So. Wenn es geht, kann ich das Ding immer noch reparieren. Das dauert ja nur eine Runde. Ich meine, die Fähigkeiten kannst du auch während Hinterhalten trotzdem benutzen. Und diese grundsätzliche plus 15 Moralfähigkeit. Gilt es nur, wenn du selber den Hinterhalt legst oder auch wenn du in einen Hinterhalt gerätst? Stand jetzt auch nicht drauf, ne? Ja, das ist ja das Schöne an diesem Spiel, dass es dir einfach nicht die grundlegenden Informationen gibt. Das erklärt so Sachen nicht, ne? Das ist so. Also, ich muss tatsächlich sagen, der Gipfel ist wirklich Three Kingdoms, was das angeht. In Three Kingdoms wird wirklich überhaupt nichts mehr erklärt. Da weißt du nicht mehr, gelten die Sachen jetzt für die ganze Provinz, gelten sie für die Region, gelten sie für die Figur, gelten sie, wenn die Figur in der Provinz ist und so, ne? Also, das ist noch unübersichtlicher geworden in meinen Augen. Wobei, hier hat es damit schon angefangen. Die will wieder 1500 Gold geben für Frieden. Und ich sag, nein. Nein, Bitch. Büb. Ja, hallo, es ist eine Dunkelelfe. Also, das ist hier ein ganz, ganz normaler Tachlis. Die reden sich mit der umgangssprachlichen Bezeichnung für weibliche Hunde an.
ne? Genau. Das ist bei denen ein Adelsziel. Eure Bitchigkeit. Mhm. Hätte auch was, ne? Geht ja. Schon in Richtung Monty Python, ne? So ein bisschen. Ja. Ach ja. So, also ich muss jetzt erstmal. Das ist jetzt mega lästig. Eigentlich wollte ich Richtung Dargos vorstoßen. Cool, schwarze Archen. Wachstum plus 3 gesamt. Dabei habe ich gar keine schwarzen Archen. Und nicht mal welche geplant. Schnief. Gebe ich immer Blutaugen. Beenden wir mal wieder hier dieses Dilemma. Stirb. Guck mal, hier ist wieder eine Myriade Harpyien. Ja. Ich weiß aber noch nicht genau, ob die tatsächlich gegen Fernkämpfer was bringen, wenn man die mit der entsprechenden Tech pusht, ne? Du kannst ja eine Tech forschen, dass die mehr Angriffsboni bekommen, glaube ich. Mhm. Ah, ich bin immer noch so hin und her gerissen. Was soll ich denn jetzt hier machen? Plus 2 Armor Piercing Damage und plus 5 Nahkampfangriff. Aber wenn ich mir angucke, wie schlecht sich der Drache schon gegen Bogenschützen im Nahkampf schlägt, bezweifle ich, dass Harpien das viel besser können. Also, nee, Harpien können das gar nicht. Also, wie gesagt, also ich verstehe auch nicht, warum manche Leute wollen, dass ich Drachen spiele in dem Spiel. Drachen sind das, was, sind was auch so. Overpriced. Ich hab keinen Respekt vor Drachen. Ja, nee. Ich sag nur mein Lieblingsbeispiel. Mit den Elfen 2 Drachen rekrutiert. Die Arti damit angegriffen, die da allein auf weiter Flur stand. Und die Arti hat durchgehalten bis zum Ende, bis die Front wieder komplett zurückgerückt war und die Arti verteidigt hat. Das war so lächerlich. So, ich mache jetzt mal was total Schräges. Ich schmeiße jetzt diese Einheiten raus. Also das Einzige, was sich wirklich lohnt, ist sehr, auf den da raus. Sehr starke OP-Inf, wenn man sie kriegt. Wie zum Beispiel hier deine Schwestern da, ne, mit dem entsprechenden Bonus. Mhm. Ansonsten natürlich hier die, wie heißt sie da, die schwarze Garde von Naggarond, auch noch eine gute Einheit, ne, weil die halt echt stabil ist. Mit einem 100er Rüstungswert ist das auch noch eine sehr gute Einheit. Dadurch, dass sie Stangenwaffen hat, ist sie gut gegen Kaff und gut gegen Groß. Das ist auch noch ein sehr starker Bonus auf jeden Fall. Und der Rest, Fernkämpfer. Alles wegballern, was kommt nach Möglichkeit. Ne? Ja, also, immer ballern. Deswegen, ballern, also, ballern und Arti. Ne? Also, ich setze auch immer auf die Fernkämpfer. Auf die grundlegenden Fernkämpfer. Das ist die beste Einheit, die du haben kannst im ganzen Spiel. Also vom einfach preis-leistungstechnisch die beste Einheit. Und wenn die halt mal alle auf so einen Drachen schießen, dann ist der halt in 30 Sekunden down. Ja. Also man hat sich bei diesem Spiel, weil die KI das nicht geappelt gekriegt hat, hat man sich dazu entschieden, die Infanterie einfach so schlecht zu machen, dass dem Spieler fast keine andere Wahl bleibt, als Fernkämpfer zu spielen. Ne? Ich habe jetzt gerade im Übrigen tatsächlich meine Henker rausgeschmissen. Ui. Ich hole mir jetzt stattdessen nochmal 2 Schwestern des Gemetzels und eine Repetierspeerschleuder. Mehr brauche ich nicht. Weil die sorgt schon dafür, dass man Fernkämpfer schon ordentlich ausdünnen kann. Die anrücken. Ja. In meiner Erfahrung nach sind die Schwestern des Gemetzels einfach sehr viel besser als alles andere, was ich bis jetzt hatte. Ich habe auch keine Speerträger jetzt mehr. Ich mache jetzt Monokulturen. Also ich könnte ihn jetzt hier angreifen, das ist aber irgendwie nicht ganz meine Idee, sondern wir machen wieder schön einen Hinterhalt. Ah, wieder mal Hackgräf da unten, ne? Mhm. Jetzt stehe ich halt doof hier 2 Runden übrigens rum. Was echt doof ist, weil ich Units jetzt hier gerade eben rekrutiere. Wie ich dieses Spiel hasse. Ätzend. Ja. Okay, ich habe keinen Bock, dass Dagrax Ende auch zu meinem Ende wird, ne? Mother of the Dark Convent.
Ja, eigentlich musst du Stahlfrost einnehmen, sobald es geht, ne? Ja, ist nur momentan nicht so wirklich gut möglich, ne? Unthinkable. Ich komme wieder so eine riesen Armee angeschissen. Wo, im Süden? Ja. Naja. Full Stack, aber nur ein Stufe 4 Kommandant. Da freut sich doch Malekit eigentlich drauf. Ja. Tuda, der Guda. Wobei ich sagen muss, also Malekit hat echt eine Billo-Armee, ne? So ist es. Der hat ja nicht mal Schild in seinen Dunkeldorn. Ja, genau. Ich habe gedacht, ich sortiere die dann irgendwann einfach aus, ne? So, was schickt darüber der Clan Corictus? Der hat einen... Ist das ein Warlock-Techniker? Nee, einfach nur ein Priester hergeschickt. Okay. Intrige der Pestilenz. Ah, der gibt dir eine Seuche. Ja. Geil, ne? Mhm. Finde ich aber nur fair, weil du hast ihn auch aufgedeckt. Oh, shit. Die wollen schon wieder einen Frieden. Das ist frech. Die das sind echt die Pussys, Geld. Ne? Sorry, also. Die geben mir nicht mal Geld. Oh, du hast eine Rebellion von Clarkaront. Mhm. Von Grond. Fight for me or die. Lol. Ja, okay, das kannst du berechnen. Ich gehe davon aus. Und tschüss. Oh, 1022 Sklaven. Wie viel Geld bringt das? 3300. Oh, ich habe noch einen Banner geklaut. Nice. Das Problem ist halt, du kannst halt trotzdem Hackgräfen nicht angreifen, weil deine Armee nicht gut genug ist. Die Skaven kommen. Die Skaven kommen. Klingt wie so ein Filmtitel. Hm. Ist es auch. Part 15 von Let's Play Together. Sozusagen ein Kurzfilm. Aber was mich freut, ist, ich kann Harganeth jetzt endlich auf Stufe 4 upgraden. Endlich kann ich das machen. Ich habe so lange drauf gewartet. Ach ja, wie schön. Wie schön, wie schön, wie schön. Wie schön, wie schön, wie schön. Ich habe meine erste Repetier Speerschleuder. Jetzt muss ich noch eine Runde ausharren, bis ich die letzten beiden Schwestern des Gemetzels jetzt hier endlich bekomme. Nicht die Mestern des Geschwätzels, sondern die Schwestern des Gemetzels. Die Schwestern des Geschnetzelten? Ja. Entschuldigung. Gesundheit. Der kam sehr, sehr unerwartet. Und da drüben ist mein Quest und ich kann es mir noch nicht holen. Weil meine Armee zu mickrig ist. Ich habe derzeit übrigens 4000 Sklaven. Wahnsinn. Aber ich kann mich jetzt auf meinen Siphon setzen. Auf deinen Siphon? Genau. Aber du musst dich auch um die Rebellen von Grond kümmern, ne? Ja. Ist wirklich so. Weil die greifen dich völlig ohne Grond an. Boah, Leute, ey, dieses Let's Play hier, ne? Ey, ein Witz jagt den nächsten. Nur Knüller, keine Füller. Genau. Meine Aussage ist sogar inhaltlich richtig, weil sie haben es ja nicht. Hm. Also ich glaube ja, dass der Drache... gegen was setzt man den am besten eigentlich ein? Also ich glaube, der Drache ist eigentlich nominell dafür gedacht, dass er... glaube ich, eher eigentlich Reiter angreifen soll, oder? Ich weiß nicht. Aber die dürfen dann halt wiederum nicht anti-large sein, ne? Das Krasse finde ich ja, der Drache hat ja nominell eine Geschwindigkeit von 90. Man merkt's bloß nicht, ne? Ja, ja. Dieses riesige also Fette da. Never ever hier hinlaufen, denke ich, oder? Ah, ne, der kommt niemals dahin. Dann pass auf. Lauf du nochmal hier rein zum Truppen auffüllen. Boah, das geht jetzt aber schnell mit dem Überschuss hier.
Warum mache ich eigentlich weniger Geld? Ich baue doch meine Siedlungen aus. Also ich habe einen Held in die Armee gestopft, ne? Naja. Das kostet dann gleich wieder einen Haufen Kohle. Malekith, der Darth Vader für Arme bei den Dunkelelfen. Fehlt nur noch, dass er macht, Ja. ne? Ja, man merkt schon, wo sich da die Perry-Zwillinge damals sich so ein bisschen orientiert haben, als sie den erschaffen haben. Ne? So ein bisschen, ganzer Körper verbrannt. Welchen Typen, der so eine Ganzkörpermaske trägt, kennen wir denn noch? Ja. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Du hast den Drachen jetzt tatsächlich. Cool. Ja. Ach Mist, ich habe vergessen, ich wollte ein Ritual machen. Damn it! Ah, ich habe 4700 Sklaven. Ich muss ein Ritual machen. Ich kann kein Ritual machen, das Sinn für mich macht. So, jetzt kriege ich garantiert diese Scheiß-Pestilenz. Was macht die? Die killt mir das Wachstum wahrscheinlich um die Ohren, ne? Und gibt all deinen Einheiten Verschleiß. Das wäre noch viel bitterer, glaube ich. Ja, aber das ist nur in der Stadt. Das ist mir egal. Wenn das jetzt. Warte mal, nee, was steht dran? Seuche. Wachstum minus 30. Geil! Einkommen aus allen Gebäuden minus 50%. Noch geiler! Ich habe 10.000 und mache momentan immer noch 8. Ich mache jetzt 848 minus. Ich habe, ohne Witz, seitdem wir dieses Spiel angefangen haben, Günther, ich erinnere mich nicht mehr daran, wann ich mal da oben eine grüne Zahl hatte. Ich halte mich durch Töten und Plündern über Wasser. Ja. Das ist also meine Haupteinkommensquelle. Ich meine, das ist sicherlich sozusagen schon fortgeschrittenes Gaming bis hin zum Pro-Gaming. Einfach quasi sagen, was Einkommen aus Städten brauche ich nicht. Aber es ist trotzdem einfach cooler, wenn da oben eine grüne Zahl steht, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ich sehe gerade, der Clan Septik, der ist gerade da runtergelaufen. Das meinst du jetzt nicht ernst, ne? Ach ja, diese tolle Scheiße da. Ich mache jetzt mal die schwarze Säule hier besser. Geil, ich mache jetzt 1000 Minus, Günner. Wenn ich jetzt nicht in die Offensive gehe, ist der Mörb in 8 Runden pleite. Nee, ist er nicht, der kriegt ja Geld von mir. So, ich werde mir jetzt hier Dargoth holen. Ist mir scheißegal, was die Welt davon hält. Aber ich werde mir das nächste Gebiet holen. Nicht. Das heißt, meine Armee bekommt ab jetzt Kilometergeld. Okay. Du hast noch keine zweite Armee aufgestellt, ne? Kann ich mir auch nicht leisten. Wie soll ich denn das machen? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht. Es geht nicht. Was ich machen kann, ist mein Gebäude abreißen. Dann bekomme ich 2400 wieder zurück. Dann kann ich aber keine Einheiten mehr ausbilden. Das mache ich erst dann, wenn ich eine Alternative dazu habe. Dein Turn. Ich muss Dargoth auf jeden Fall plündern. Was hat denn Dargoth für eine Verteidigung? Ich sehe es gar nicht, weil du jetzt gerade eben dran bist. Komisch. Ich kann die irgendwie nicht anklicken. Ich weiß nicht warum. Ah ja. Du hast natürlich ein paar Düsterschwerter verloren. Das war irgendwie klar, ne? Das Spiel, ich habe immer das Gefühl, das Spiel sucht dann einfach zwei aus und ihr zwei Und sterbt. ihr zwei seid weg, ja. Genau. Drecksspiel. Das habe ich auch teilweise schon gehabt. Weißt du, wenn nur so ein ganz, ganz schmaler Balken für den Gegner da ist, du verlierst zwei Units. Weil die alle sich erstmal am Anfang ihre Schwerter stürzen selber, um ihre eigenen Kumpels zu motivieren. Ich weiß es nicht. Aber irgendeinen Grund muss es ja geben für diesen Quatsch. Ich gebe aber auch zu, dass meine Armee
scheiß teuer ist. Ne? Gut, was meine Armee kostet 4.368. Ja, ja, die ist etwas teurer als meine. Was ist denn deine Armee? Ich sehe halt nicht, was deine kostet. Naja, gut, jetzt ist sie billiger, nachdem die zwei da fehlen. Ne? Ein bisschen. Wobei man auch echt sagen muss, ne, es gibt keinen Grund, die Düstersperre überhaupt zu nehmen. Ne? Ja. Die Schreckenspeere sind immer besser. Ist eigentlich richtig, ja. Insgesamt ist halt auch einfach Nahkampfabwehr deutlich mehr wert als Nahkampfangriff. Ist richtig, auch im Auto-Resolve. Ja. By the way, du solltest dich echt um Grund kümmern, ne? Sonst ist das mach weg. Mach ich. Wäre nämlich schade drum, weil es nämlich schon Stufe 2 Goldmine hat. Ja. Oh Gott, und in Harganis haben sie ja alle die Krätze. Jetzt bauen wir Nagarond auf Stufe 3 aus. Die haben da alle Dire Aids. Jetzt ist die Aids, nur Dire. aus Stick of Truth, ne? Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich nicht gespielt, South Park. Nee. Ist ja nicht so dein Genre, ne? Ich hab die South Park-Spiele gespielt. Aber wann kriege ich eigentlich keinen Verschleiß mehr durch die Chaos-Korruption? Wenn da keine mehr ist, also ich glaube unter 30, glaube ich. Okay. Du musst jetzt halt, also Chaos-Korruption, die ist ja momentan bei 88, ne? Das ist das Problem, also du wirst. Ja, warte, das geht schon. Ich kann ja immerhin mal sagen, so Korruption bereinigen, ne? Machen wir mal. Muss ja irgendwann auch Skaven-Korruption entfernen und so, das kann doch der Held da machen. Jetzt musst du mir gerade sagen, mache ich denn. Ich verliere tatsächlich Geld. Okay. Wie viele Einheiten würde ich denn verlieren? Auf 100? Ich würde 14 Einheiten verlieren. Ist klar, ne? Weil die KI zum Beispiel keine einzige Einheit verliert, wenn sie da durchrennt und erst eine Einheit vielleicht verliert, ne? Oh my goodness. Okay, also 3 Runden, dann hast du auf jeden Fall schon mal eine dicke Verteidigung. Und dann baust du mir. Dann baust du mir das aus. Und das reißt du mir ab. Und wir müssen die Folge beenden, ne? Hast du gesagt? Genau. Ne? Okay, alles klar. Genau. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Genau. Und ich sag, in diesem Sinne, Pax Vobiscum Valeto und ciao.